Moin moin, liebe Gamerinnen und Gamer. Herzlich willkommen bei Skyforger. Ich bin der Sven. Und in dieser Folge werden wir die ominöse Höhle, Tempel, irgendwas des Feuer- oder Wasserelementars untersuchen. Ihr seht schon, ich habe voll den Plan. Aber ich meine, wer würde auch mit Plan freiwillig unter einem fast ausbrechenden Vulkan rumlaufen? Ah, okay, ich dachte, man bräuchte mehr als ein... Na gut. Gewalt ist eben doch eine Lösung. Gewalt! Geil! Ab ins Wasser! Ich glaube, ich habe die bisher noch nicht einmal angreifen sehen. Oh doch, ich glaube, jetzt habe ich es gerade gesehen. Er züngelt ein bisschen. Stop it. Get some help. Oh, da ist er noch nicht. Moment. Hast du etwa gerade Ries? Gegessen? So wie die Alten? Super. Moment, ich bin noch gar nicht mehr auf... Okay. Na los, fall um.私はジャガンの伯爵。黒の貴公子様の予言に従い、貴様たちを始末しに来た。予言によれば貴様たちは黒の貴公子様にとって邪魔な存在になりうるとのことなのでな。赤い目、ヴァイゼルの奴隷商人が言っていた赤い目の男はあなたね。エリオットを返して。お前がローラントの王子。 ローラントの王子は返すわけにはいかない。黒の貴公子様が彼を必要とされているのでな。なんだと？ふざけんな！黒の貴公子ってのは何者だ？お前たちは知らなくてもいいことだ。どうせ生きては帰れぬのだからな。まもなく火山の噴火が始まる。 生き埋めになって死ぬがよい。 とうとう噴火が始まっちまいやがった。 くそ、もはやこれまでか。 なんだありゃ。 助けてくれるのか。 Aber warum zum Teufel braucht eine Schildkröte eine Taucherbrille?
さあ、残りのマナストーンのことを聞きに、フォルセナの陛下に会いに帰ろう。Ja. Die Anerkennung des Herrschers der Meere hat ihr eine neue Fähigkeit gewährt. Das war der Herrscher der Meere? Wirklich? Uskaf erhöht den TP-Grundwert um 60. Oh. Okay, Instant Teleportation. Kann man mal machen. Uchi ni modotte kita na. Kore de hachi seirei no uchi hikari, tsuchi, kaze, soshite yami no yotsu no zokusei o mikata ni tsuketa wake ka. ちょうど半分、残りは4つだな。水のマナストーンはアルテナの領地、米花の雪原の南、氷壁の迷宮にある。精霊ウンディーネが見つかるだろう。だがアルテナはすでに水のマナストーンのエネルギーを解放したらしい。気をつけて行け。灼熱の砂漠の南には火炎の谷と呼ばれる炎に包まれた谷がある。火のマナストーンはここにある。火の精霊サラマンダーを見つけられよう。フォルセナの南東には獣人たちの住む月夜の森が広がる。ここには月のマナストーンがあると言われているが、詳しいことはわからない。ただ獣人たちはかなり強いと聞く。月夜の森に向かう前にクラスチェンジをしておいた方がいいだろう。そして木のマナストーンはワンダーの樹海と呼ばれる原生林にあるらしい。木の精霊ドリアードを探せ。だがワンダーの樹海へは地上から近づくことはできない。樹海の南にはランプバナの森という不思議な森がある。森の中にあるというエルフたちの国ディオールを見つけ、どうすればいいか妖精王に聞いてみるしかない。お前たちが火山島仏下から脱出した時に助けてくれたのはブースカブーだと思う。やつが助けてくれたのはフェアリーの宿主だからだろうか。フォルセナにはブースカブーを呼び出すことができる秘宝の笛がある。本来ブースカブーは決して人には心を許さないため危険なので封印しておいたが、お前たちならブースカブーを味方につけることができるかもしれん。笛を吹けば世界中どこからでも砂浜ならブースカブーを呼び出せるはず。持って行くがよい。Die Fährenflöte erhalten. Wir hatten die Flöte weggeschlossen. Aber zufällig habe ich sie gerade bei mir gehabt. Deswegen gebe ich sie dir jetzt einfach mal. Ja gut, speichern wir kurz. Heißt es, es steht mir jetzt offen, wo ich hingehe? Und ich kann gleich zu den Bestienmännern gehen, um mich verkloppen zu lassen? Perfekt. Bin Won... Oh Gott, ich weiß nicht mehr, wie er sich selbst genannt hat. Bonjour von Voyages jüngeren Brüdern. Hat mir alles über euch erzählt. Mir sogar die Kanone gegeben, damit ich euch bei euren Abenteuerchen behilflich sein kann. Haben wir nicht schon miteinander geredet? Warum stellt er sich nochmal vor? Hüpf rein! Ich schicke euch zurück zu meinem Bruder nach Maya.
Oh nein, nein, nein. Keine Sorge, ich bin wesentlich bessere Schütze. Das hat er ja schon. Ja, doch, das hat er schon gesagt. Na den. Ich erwarte eine weitere Punktlandung. Und bei dem Gewirbel am besten gleich neben der Toilette. Ah, hier hat er gedrückt. Kann es gedrückt halten und dann. Well, we're waiting. Ich komme auf den Kerl einfach nicht klar. Oh, ich kann ihn steuern. Tut mir leid, aber dieses Hin- und Hergewackel von dem ist super. Da kann Markus sicherlich den Turbo reinhauen. Wobei, ich glaube, wir sind hier schon richtig. Verschneier, Weiler. Der verschneite Weiler Allrand. Ja, dass dir kalt ist, wundert mich nicht, aber ich glaube, unsere gute Resi, die friert sich gerade wirklich zu Tode. Genau das meine ich. Ich meine, besonders viel Kältewiderstand scheint die Rüstung nicht zu haben. Sie scheint es wohl nicht ganz so zu interessieren. Naja, gut. Die Frostbeulenfelder. Das sind teilweise schon echt passende Namen. Da schläft er. Chillt sein Leben da. Aha. Und dann gleich zweimal hintereinander. Na, komm. Also, entweder ich habe den tatsächlich schon sehr oft übersehen. Oder wir sind noch nicht wirklich weit im Spiel. Ich sehe da hinten noch den Kaktusfratz. Au. Jetzt aber hier. Eine Seeschlange. Du hast den Kaktusfratz gefunden. Du hast 10 Rabatte in Läden. Den Prozent. Nice. Jetzt weiß ich auch, was das mit dem Preis hier ist. Ja, Markus, du musst mich nicht nochmal dran erinnern. Oh ja.
Ach, da geht's nicht lang.黒い騎士じゃねえか。もう諦めろ。お前たちがローセズと我々がマナストーンのエネルギーを放出し、聖域への扉を開いてやる。そしてマナの剣を我らが竜帝様に捧げるのだ。竜帝だと？でたらめ言ってんじゃねえ。俺の親父が命を捨てて戦い、竜帝は底知れの穴へと落ちて死んだはずだ。叫んだ。お前、デュランか。お、das ist dein Vater? Nee, zu klein, oder? てめえ誰なんだ。Ja, übertreibt es halt. Wirklich, Charlotte? Okay, du hast dich geheilt. Nee. Wollte ich gerade zu dir wechseln. Na komm. Ah, leicht schräg gestanden, verdammt. Och. Warum kann ich nicht zu ihm wechseln? Würde gerne ihn heilen. Ist er ja auch schon tot praktisch, oder was? Er ist versteinert. Ah. Schauen wir mal, ob wir es jetzt schaffen. So nicht. Sehr schön. Nope. Es war so klar. Thank you.
Leute, das gibt's doch nicht. Oho. Sag mal, ich hab dich doch gerade geheilt. Ich möchte wieder mal Multiplayer haben. Oh, ich bin der Einzige, der noch was tun kann. Ich halte dich gleich vorsichtshalber nochmal vor. Natürlich. So, da unten geht es also ins Labyrinth. Auf jeden Fall speichern wir vorher. Und ob der dunkle Ritter tatsächlich der Vater von Durant ist und wie es vor allem in diesem schönen einladenden Labyrintheingang dann von innen aussieht, werden wir beim nächsten Mal herausfinden. Wenn es wieder heißt, Sven kriegt ordentlich aufs Maul. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine wunderschöne Woche und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.